Ja, und hinter Aue wollte sich heute der 1. FC Magdeburg wieder ranschleichen, so langsam an den Relegationsplatz. Groß-Asbach ließ beim 1:1 gegen die Stuttgarter Kickers ja 2 Punkte liegen. Der FCM konnte so heute auf Rang 4 landen. Das wäre nicht der Aufstieg, aber immerhin der sichere Platz im DFB-Pokal. Heute ging es aber ausgerechnet gegen Holstein Kiel. Und da weiß man eins ganz genau, Laufkundschaft sieht anders aus, Thorsten Püschel. Der Magdeburgs Trainer Jens Hertel ist natürlich gewarnt. Das 3:0 der Kieler letzte Woche gegen Aue hat Eindruck hinterlassen. Klar, der Klassenerhalt ist sicher, aber was geht jetzt noch? Nach oben, nach vorn. Letzte Woche ja dieser kleine Rückschlag beim 0:2 in Cottbus. Jens Hertel nimmt 2 Änderungen vor. Puttkammer kommt zurück in die Startelf. Heute gleich der Beginn mit der Dreierkette, also zentral. Und Schad ist nicht dabei mit Problemen an der Patellasehne. Dafür Nils Butzen auf rechts. Ansonsten das übliche System mit einer Dreierkette, wenn Ballbesitz da ist. Ansonsten dann halt auch gern mal mit Hammern und Butzen als Außenverteidiger. 16.446 sind dabei. Souverän Platz 2 verteidigt im Zuschauerschnitt der Liga. Die Gäste aus Kiel ganz in Rot mit Matthias Fetsch. Aus Dresden ja an die Förde gewechselt. Jan Glinker geht da auf Nummer sicher. Schiebt die Kugel über die Querlatte. Damit Eckball. Alle ruhenden Bälle kommen von Kegel. Und Dominik Schmidt hat da ganz viel Platz, der Innenverteidiger, nach 12 Minuten. Kinzombi war da weggerutscht. Und deswegen diese Kopfballchance für Schmidt. Auf der anderen Seite hat es angedeutet, wenn Ball besitzt, dann Hammer noch offensiv sehr weit vorn dabei, bekommt den Ball. Umkurv Patrick Herrmann. Und das war ein erstes Achtungszeichen von dem Mann, der zurückgekehrt ist nach Magdeburg in der Winterpause und der einen ordentlichen Schuss hat. Der Rasen nicht besonders gut fürs Kombinieren. Sie versuchen das Beste draus zu machen. Faola Polido herrlich mit der Hacke weitergeleitet auf Sebastian Ernst. Nicht genügend Druck dahinter, hinter diesem Schuss. Aber das war eine schöne offensive Aktion der Gastgeber. Kiel mit dem Einwurf, Patrick Herrmann. Fabian Schnellhardt, das geht ein bisschen einfach. Schnellhardt wird nicht angegriffen. Der schaut und findet Manuel Janzer. Was für ein verrücktes Tor. Mit der Hacke an den Pfosten und dann drin. 1:0 für die Gäste aus Kiel nach 29 Minuten durch Manuel Janzer. Sein 3. Saisontor, bei dem läuft es richtig gut. In den letzten beiden Wochen hat er auch schon getroffen. Und jetzt dieser verrückte Treffer. Kann das wahrscheinlich selber nicht ganz erklären. Schauen wir nochmal hin. Schnellhardt kann viel zu einfach Flanken putzen. Man kann ihm da eigentlich nicht wirklich einen Vorwurf machen, weil mit sowas kann man nicht rechnen, dass der da die Hacke auspackt. Und dann auch noch vom Innenpfosten ins Tor. Keine Chance für Glinker. Kiel natürlich jetzt mit breiter Brust. Faola Polido verschätzt sich da ein bisschen. Arne Sicker, der für den gelb gesperrten Kohlmann in die Startelf gerückt war. Und Glinker, wie auch schon zu Beginn, lieber kein Risiko, schiebt den Ball hinüber ins Tor aus. Wieder Eckball. Und wieder ist das zu einfach. Dominik Schmidt, diesmal läuft der Handke davon. Faola Polido setzt nach, holt sich den Ball gegen Sicker und nimmt Christian Beck mit. Der will ausholen und im Ausholen zum Schuss ist der Fuß von Dominik Schmidt da. Und demzufolge natürlich der Pfiff auch da. Sieht auch da noch die gelbe Karte von Sven Waschitzki, dem Schiedsrichter aus Essen. Ausgangspunkt, die Balleroberung von Faola Polido und dann nimmt er sehr, sehr schnell dann Beck mit. Der Fuß ist da, Beck kann nicht durchziehen. Pfiff geht absolut in Ordnung. Freistoß, natürlich eine tolle Situation. Wer macht's? Brandt? Nee, Ernst? Auch nicht. Hammern! 39 Minuten gespielt. Beste Chance für Magdeburg in dieser ersten Halbzeit durch Nico Hammern. 0:1, auch der Stand zur Pause. Magdeburg kommt gut aus der Kabine. Man spürt diese Gier, dass es mehr werden soll als nur der Klassenerhalt. Christian Beck setzt schön nach, gegen Weidlich, direkt in die Arme von Robin Zentner. Eine Stunde gespielt, Kinzombi jetzt viel offensiver. Macht er gut da mit Ernst. Brandt.
trifft den Ball erst nicht voll und dann ist er auch noch ein bisschen entschärft, weil Dominik Schmidt den Fuß dazwischen bekommt. Sie investieren und sie bestimmen das Spiel. Farona Pulido gegen Kegel. Und dann kommt der Schmidt angerauscht wie ein Football-Linebacker. Tackelt er Farona Pulido da um, verletzt sich ein bisschen an der Leiste, kann aber dann problemlos weitermachen. Wieder eine gute Freistoßposition für den ersten FC Magdeburg. Carsten Neitzel, trotz des Sieges gegen Aue, sind sie natürlich noch nicht ganz sicher drin in der Liga, auch im kommenden Jahr. Hamann, diesmal gleich, ohne dass die anderen beiden drüber laufen. Aber wieder fehlt da ein Meter, diesmal ein bisschen mehr Gefühl in diesen Schuss hineingelegt. Aber Robin Zentner muss nicht eingreifen. Magdeburg in dieser zweiten Hälfte mit mehr Ballbesitz. Es ist de facto das Spiel auf ein Tor, auf das der Kieler. Hamann, Sowislo, Farona Pulido, gefällt mir sehr gut. Aber die Abschlüsse bis hierher nicht zwingend genug. Sie arbeiten sich Chancen, sind die spielbestimmende Mannschaft. Viertelstunde noch zu gehen, inzwischen Löhmannsröben im Spiel für Handke, der sich hier schön den Ball erkämpft. Löhmannsröben, 22 Meter, das war mal ein Strahl. Endlich mal ein platzierter Schuss und dann hat auch Robin Zentner sofort Probleme. Jens Hertel, die Hoffnung auf wenigstens einen Punkt. Löhmannsröben auf Beck, der gegen Weidlich kommt zu Fall und es gibt keinen Pfiff. Es ist eine strittige Situation, ich würde aber sagen, hier muss der Pfiff her, denn das linke Knie von Weidlich drückt Beck in die Kniekehle, während er ausholen will. Achtung, jetzt! Der Kontakt ist da und deswegen wäre für mich hier der Pfiff richtig gewesen. Platz 4. In dieser dritten Liga würde der sichere Platz im DFB-Pokal bedeuten. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Der Sieg im Landespokal. Nächsten Samstag das Viertelfinale beim VfL Halle. Auch die Magdeburger in dieser Live-Konferenz in Sport im Osten extra in Sachen Landespokal. Kiel 40 Minuten lang in dieser zweiten Halbzeit. Nicht ein einziges Mal im 16er der Gastgeber. Dann geht's schnell über Haider, über Scheffler. Und dann spielen sie es nicht zu Ende. Im 5 gegen 2 bekommen sie die Entscheidung nicht hin. Kein Abseits, weil da auch Fetsch noch weggeblieben ist. Jens Hertel, der hadert natürlich mit den vergebenen Chancen ein bisschen, natürlich auch mit dem Schiedsrichter. Aber es ist noch ein bisschen zu gehen. 2 Minuten noch. Freistoß Lars Fuchs. Hoch rein. Zentner bekommt den Ball nicht zu fassen. Beck! Handspiel! Handspiel von Jako. Der Ball ist klar an der Hand, aber er hat auch nicht wirklich die Chance, irgendwie diese Hand wegzuziehen aus 3 Metern. Das ist auch keine unnatürliche Handbewegung. Aber es gibt Schiris, die sowas pfeifen. Der Schuss von Beck am Ende. Magdeburg-Kiel 0-1 für die Norddeutschen natürlich ein Big Point im Abstiegskampf. Chemnitz gewinnt in Erfurt, also rückt hinten alles zusammen. Und jetzt haben wir die magische 40 Punkte. Die magischen 40 Punkte haben wir jetzt erreicht. Sagt man ja immer, dann ist das Abstiegsgespenst weg, aber das ist in der dritten Liga nicht der Fall. Ein Zaubertor entscheidet dieses Spiel. Hacke, Pfosten drin, der Treffer von Manuel Janzer nach einer knappen halben Stunde. Fällt eben dieses Glückstor da, was er mit der Hacke macht, was man glaube ich auch schwer oder gar nicht verteidigen kann. Aber wie die Mannschaft zu der Halbzeit aufgetreten ist und hier, sag ich mal, Kiel ja, eingeschnürt hat in der eigenen Hälfte, beschäftigt hat, immer wieder auch Möglichkeiten, gute Situationen rausgespielt hat. Ja, und da waren halt ein paar strittige Situationen, wo ich sage, einmal muss halt auch der Pfiff kommen und auch für uns, sag ich mal, das Pendel mal in die richtige Richtung ausschlagen. Ob jetzt da ein Foul war oder eine Hand oder was auch immer, ist zweitrangig. Wir hätten versuchen sollen, mehr aufs Tor zu gehen, auch in der ersten Halbzeit schon. Und dann wären wir vielleicht belohnt worden. Magdeburg bleibt bei 45 Punkten stehen. Es ist die zweite Niederlage in Folge. Der Sprung auf Rang 4, den sicheren DFB-Pokalplatz, den hat man zunächst verpasst. Genau, und nix war es mit dem 10. Heimsieg in Folge und auch eben nix mit Rang 4. Der Aufsteiger muss abreißen lassen. Sehen wir gleich erst einmal die Ergebnisse. Heute gab es ja nur 2 Spiele, also mit 2 Auswärtssiegen. Der CFC siegt in Erfurt und Kiel eben gesehen in
Magdeburg. Wir schauen auf die Tabelle und sehen dort Dynamo Dresden, 9 Punkte vor Aue, 12 vor Osnabrück. Da hätte der FCM ja so schön stehen können, aber Magdeburg ließ, wie gesagt, Federn, nur noch Rang 6. Der HFC kämpft weiter um die 40-Punkte-Marke. Hansa punktet sich dagegen aus dem Keller. Cottbus und der CFC wollen, wie gesagt, am grünen Donnerstag gegeneinander wichtige Punkte holen. Erfurt dazwischen, nur ein Zähler jetzt vor der Abstiegszone, vor den Abstiegsplätzen. Wiesbaden und der VfB mit Stuttgarts Zweiter ganz hinten.